Herzlich willkommen bei unserem neuen Schon gewusst Video. Wir haben uns heute drei Themen vorgenommen. Wir wollen Ihnen einmal zeigen unsere neuen Referenzen, die wir erstellt haben und die Sie auf unserer Webseite wiederfinden, die wir Ihnen kurz vorstellen wollen. Wir wollen die neue EPOS Expand Vision vorstellen, die erste Konferenz-Videolösung von EPOS, die man ja sonst noch als Sennheiser vielleicht auch kennt, und wollen Ihnen kleine Funktionen rund um Teams zeigen, die neu sind und wie wir das auch in einem Projekt bei der Terre des Hommes eingeführt haben und welche neuen Funktionen für Sie da vielleicht auch interessant sein können. Kommen wir zum Thema Teams. Auch hier hat Microsoft wieder neue Funktionen an den Start gebracht. Ein paar davon möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Heute möchte ich Ihnen gerne zwei neue Besprechungsoptionen in Teams zeigen. Hierfür gehen wir einfach mal auf Jetzt besprechen. Wenn wir in unserer Besprechung sind, gibt es ja hier oben den Menüpunkt Inhalte freigeben. Hier hat sich die Menüaufteilung wenig geändert. Wenn Sie jetzt hier unten auf PowerPoint Live gehen, können Sie, wie in den letzten Videos schon mal erzählt, können Sie ja eine PowerPoint hochladen oder eben die von Ihnen zuletzt verwendete PowerPoint nutzen. In dem Fall machen wir das Ganze und sehen jetzt hier unsere PowerPoint-Präsentationsoberfläche. Und wie Sie hier unten unter Ihrem Bildschirm sehen, gibt es eine neue Menüleiste. Und zwar können Sie jetzt hiermit eben wählen, ob Sie in Ihrem Bild, was Sie übertragen, den Cursor anzeigen lassen möchten oder ob Sie den Laserpointer benutzen möchten. Und Sie können jetzt sogar auch in Ihren Folien hier Dinge markieren oder den Textmarker verwenden oder das Ganze auch wieder einfach radieren. Hierzu ist noch zu sagen, dass Sie natürlich den Laserpointer auch ändern können. Sprich, Sie können eben hier, wenn Sie ihn aktiviert haben, können Sie eben auch sagen, wenn Sie noch ein zweites Mal draufklicken, Sie können hier die Farbe ändern. Sie können das Ganze auch bei den Stiften machen und zwar und hier auch die Dicke des Stiftes verändern. Hierfür müssen Sie einfach, wie gesagt, den Textmarker aktivieren und mit einem zweiten Klick kommen Sie zu den weiteren Optionen. Wenn Sie jetzt eine Folie haben, auf der Sie viel markiert haben und jetzt nicht alles einzeln radieren möchten, können Sie auch hier ein zweites Mal auf den Radierer klicken und können eben alles sofort auf der Folie löschen. Über die drei Punkte stehen Ihnen auch weitere Optionen zur Verfügung. Sie können zum Beispiel hier die Folien in hohem Kontrast anzeigen lassen und somit barrierefrei arbeiten und Mitarbeitern mit eventuellen Sehbehinderungen in Ihrem Unternehmen auch die Möglichkeit geben, die Folien besser zu erkennen. Das Ganze können Sie dann auch hier wieder deaktivieren. Als zweites möchte ich Ihnen eine Option zeigen, die nicht viele kennen. Und zwar ist es so, dass wenn Sie eine PowerPoint-Präsentation live übertragen, wird allen Zuschauern, Teilnehmern der Besprechung, die Option gegeben, selbst durch die Folien zu navigieren. Das ist in den meisten Fällen gar kein Problem. Wenn Sie eben diese Aktion aber deaktivieren möchten, gibt es hier oben neben dem Präsentation beenden Button dieses unscheinbare Icon. Wenn Sie dieses aktivieren, wird diese Option eben für alle Teilnehmer der Besprechung deaktiviert und nur Sie können durch die Präsentation sliden und die gewünschte Folie eben präsentieren. Neben den neuesten Teams-Funktionen, die wir Ihnen regelmäßig zeigen, möchten wir Ihnen auch natürlich gerne zeigen, wie lässt sich Teams überhaupt integrieren, vielleicht in Ihrem Unternehmen. Hierzu haben wir mit Terre des Hommes, einem unserer Kunden, ein Webinar durchgeführt und einen kleinen Teaser dafür möchte ich Ihnen jetzt kurz mal zeigen. Heute zum Thema Microsoft Teams Telefonie in der Praxis. Wir werden heute auch referenziert auf unser Kundenprojekt zusammen mit Terre des Hommes. Und da habe ich als Special Guest heute eingeladen den Herrn Becker. Ja, wunderschönen guten Tag, guten Morgen in die Runde. Danke, dass ich hier sein kann. Und somit ergab sich insgesamt auch eine sehr kurze Laufzeit für das Teilprojekt der Teams Telefonie an sich mit insgesamt nur 8 Wochen. Wir haben Mitte Januar gestartet und waren mit dem Stichtagsumstellung am 1. März eigentlich schon durch, haben dann aber auch noch Nachbereitungen gemacht. Und da sind wir natürlich auch, dass man dann im Februar gut vorbereitet hat, eine Lernplattform
Lernportal auf Basis von SharePoint Online, wo man dann halt auch das Wissen und FAQ-mäßig die Dinge schon vorbereitet hat für die Anwender zum Stichtagsumstellung. Wir haben Videos, Herr Becker hat halt auch interne Trainings veranstaltet. Das heißt, auch hier das Thema trainieren und den Anwender nicht alleine lassen. Herr Becker, für Sie nochmal Stichtagsumstellung. Ja, wie haben Sie diesen Tag erlebt? Im Prinzip triggerte das jetzt meine größte Sorge in diesem ganzen Telefoniepart des Projekts. Es hat gar nichts mit der Auswahl überhaupt von N-Team oder dem Produkt an sich zu tun, sondern viele von Ihnen kennen das auch von zu Hause, wenn Sie Ihren Provider wechseln. Wie viel Spaß das macht, wenn das irgendwo in die Hose geht und Sie zum Spielball von irgendwelchen Milliarden-Dollar-Konzernen sind, wo der Support so ein bisschen... Und da kommen wir auch schon so ein bisschen in die Nachbetrachtung rein. Und wir haben natürlich das Thema, okay, wir sind jetzt komplett umgestellt, aber auch jetzt natürlich den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt haben wir den Full-Managed-Service, und wir müssen uns nicht mehr um die Systeme kümmern, sondern wir können wirklich auch mal schauen, okay, wie ist es denn insgesamt? Allein schon das Thema Lizenzthematik rückzubetrachten. Und hier sehen wir ganz schön die Kurven von der Nutzung ausgehender Gespräche. Zusätzlich neben dem Thema Nutzungsverhalten ist natürlich auch die Sprachqualität. Und man kann hier schön sehen in der Grafik rückwirkend von der Nutzungsverhalten, alles was rot ist, das ist schlechte Qualität, die gemessen worden ist von Microsoft, zurückzuführen auf Jitter oder Verzögerungen oder ähnliches. Oder auch Telefonabbrüche vielleicht. Wie man sehen kann, ist das aber minimal. Da gibt es so eine zweite Kurve, gezackt, und rechts dann die Skalierung. Da kann man schön sehen, dass die Qualität... Ja, das war ein kleiner Ausschnitt unserer Webisode, die wir gemeinsam mit Terdesom durchgeführt haben. Wenn Sie die ganze Webisode in voller Länge sehen wollen, gehen Sie einfach auf unsere Website und dort unter Events und Webinare können Sie sich kurz anmelden und diese Webisode oder auch andere Webisodes gerne ansehen. Und vielleicht bringt es Sie auf Ideen, wie Sie Teams oder andere Microsoft 365 Tools bei Ihnen im Unternehmen einführen können. Kommen wir zu dem Thema unserer neuen Referenzen. Wir haben immer wieder versucht, neue Referenzen ja auf unserer Webseite bereitzustellen, um Ihnen zu zeigen, was kann man eigentlich mit Microsoft 365, was kann man hybrid, was kann man on-premise realisieren. Ich bin froh darüber, dass wir jetzt wieder zwei neue Referenzen hier auch vorstellen können. Es geht zum einen um das Thema eben Teams-Erweiterung und das andere das Thema SharePoint Online. Und da will ich Ihnen jetzt in der Form zwei kurze Referenzen vorstellen, die Sie dann ja auch gerne auf unserer Webseite sich nochmal in Ruhe angucken können. Und wenn Sie Fragen haben, natürlich auch immer gerne auf uns zukommen können. Eine sehr spannende Referenz aus meiner Sicht ist die Bilddatenbankverwaltung innerhalb von SharePoint Online. Wir haben von vielen Kunden immer wieder die Anfragen gehabt zu dem Thema, man kann die Videos mit Stream verwalten, man kann die Dokumente in SharePoint verwalten, aber wie gehe ich eigentlich mit Bildern um? Und es gibt zwar das Bilder-Webpart, mit dem ich auch Bilder anzeigen kann, aber so dieses Thema, wie kann ich meine Bilder verschlagworten mit den Metadaten, wie kann ich darüber vielleicht auch mehr machen, als einfach nur zu sagen, ich möchte das Bild einzig speichern in SharePoint, ich möchte auch recherchieren und wiederfinden. Und dementsprechend haben wir hier auch gerade im Beginn mit einem Kunden gemeinsam eine sehr spannende Lösung gebaut, wie wir jetzt Bilder sehr viel besser noch in SharePoint Online verwalten können, natürlich damit auch auf dem SharePoint Server On-Premise. Aber wo ich denke, dass das einfach ein Mehrwert für viele sein kann, weil eben gerade das Thema, wie kann ich Bilder in andere Dokumente einbinden, wie kann ich sie in Videos einbinden, wo finde ich real Bilder, die ich auch wirklich aus meinem Unternehmen heraus verwenden kann, kann diese Lösung meines Erachtens massiv helfen, um den Vorlauf für die Kollegen zu vereinfachen, wie finde ich das Bild, was mir zu der aktuellen Situation einfach gefällt, passt und im richtigen Format auch vorliegt. Die Teams-Plattform bietet viele Möglichkeiten der Erweiterung. Man kann die Anwendung mit Power-Apps bauen, man kann einfach SharePoint integrieren, aber manchmal kommt man auch an den Punkt, dass man eine bestehende Lösung hat, die man komplett integrieren möchte in Teams mit all diesen Funktionen, Möglichkeiten, mit Channel-Nachrichten und, und. Und das war zum Beispiel eine Anfrage, die wir jetzt auch von der Simple Show bekommen hatten, wo es darum ging, deren Lösung, sie haben ja so eine kleine Lösung, oder nicht nur eine kleine Lösung, eine Lösung, mit der man so Strichvideos eben sehr schön erstellen kann, aber wollten eben die Möglichkeit schaffen, dass man eben auch diese Videos zum einen
über Teams mit erstellen kann, aber eben auch genau diese Videos, die man verwandelt und erstellt hat, dann eben auch als Channel-Nachrichten eben in Teams zu versenden und zu nutzen. Und dementsprechend haben wir die Simple Show dabei unterstützt, wie sie ihre bestehende Lösung über eben den Weg, über den Store von Microsoft eben freigeben lassen konnten, entwickeln konnten, entsprechende Komponenten, um auch diese Freigabe zu erreichen. Und wir eben sie auch unterstützt haben auf diesem Weg von der Idee einer ihrer Anwendung in Teams als Anwendung im App Store zur Verfügung zu stellen, bis hin zu der Freigabe durch Microsoft und der Verwendung, vielleicht ja auch durch Sie, dieser Erweiterung in Teams durch die Simple Show Lösung und durch uns bereitgestellt. Ich hoffe, mit einer der beiden Referenzen war wenigstens was für Sie dabei, was interessant war und wo ich hoffe, dass Sie vielleicht einfach nochmal die Zeit finden, sich auf unserer Webseite die Referenz im Genauen anzugucken und vielleicht auch auf uns zukommen können, um dementsprechend vielleicht nochmal Fragen zu stellen oder vielleicht auch Ideen, die Sie haben, darüber verwirklichen zu können. Ich möchte Ihnen jetzt die EPOS Vision 3T vorstellen. Es ist so das erste Gerät, was EPOS im Bereich der Videokonferenzlösung anbietet und wir hatten das Glück, sehr frühzeitig eben auch das Gerät zu bekommen und auch ausführlich testen zu können. Wenn Sie die EPOS Vision 3T eben als solches bestellen oder ersteigern oder kaufen, wie immer man es nennen will, erhalten Sie das, was hier in der Form vorliegt. Sie haben einmal das wirkliche Kernstück, die Konferenzanlage, die ich aber von der Größe her sehr elegant finde. Wir kennen ja oft bei anderen Herstellern, dass die Konferenzleisten dann sehr umfangreich in der Breite sind und jetzt für den Transport nicht unbedingt so klein für gerade kleine Räume geeignet sind, von einem Raum zum anderen zu bringen. So kann ich hier mit dieser Anlage sehr schön schnell aus einem wirklichen kleinen Besprechungsraum, wie es Microsoft ja immer sagt, diesen klassischen Huddle Room, dann auch wirklich einen Konferenzraum machen. Von den Anschlüssen ist es auch in der Form minimalistisch. Wir haben den HDMI-Eingang, wir haben den Netzwerkeingang, wir haben noch einen USB-Eingang, um dann über USB halt was mitzunehmen. Kommt bei der Teams-zertifizierten Lösung ein kleiner Lautsprecher und Mikrofon, damit man eben auch die Sprache und die Stimmen in der Form wirklich gut hören kann und in der Form noch eine kleine Fernbedienung, um einfach das Gerät steuern zu können. Und somit hat man eine sehr schöne kleine Lösung, mit der man einfach aus jedem Raum wirklich einen kleinen Besprechungsraum mit Teams machen kann. Wenn Ihnen dieses Gerät zusagt, dann kann ich Ihnen mehrere Angebote machen. Wir können vielleicht einfach eine kleine Videokonferenz machen und wir nutzen das Gerät, damit Sie sehr aktuell sehen können, was auf Ihrer Seite dann an Qualität, an Bild und Ton als solches ankommt. Auf der anderen Seite bieten wir seit Jahren schon unsere Innovation Cafés an, mit denen wir Ihnen gemeinsam in einem Termin, wie gesagt auch online oder vielleicht auch dann wirklich mal wieder bei uns in unseren Besprechungsräumen oder vielleicht auch bei Ihnen, das Gerät gibt es ja her, dass man auch bei Ihnen das vielleicht mal macht, einfach die Diskussion führt mit Ihnen gemeinsam, was muss man tun, um die Besprechungsräume auf die neuen Herausforderungen, den neuen normalen Arbeiten in der Form vorzubereiten, dass man sagen kann, wie kann ich aus bestehenden Besprechungsräumen auch Videokonferenzräume machen. Und ich glaube, mit dem Gerät gibt es ja viele Möglichkeiten in der Größe, dass man es schnell realisieren kann und wir können das diskutieren und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam vielleicht auch Lösungsansätze und Ideen gemeinsam entwickeln können, wie wir Ihre Besprechungsräume vorbereiten können, dass Ihre Mitarbeiter bei der normalen Arbeit in Zukunft eben auch wirklich einfach diese Funktionen nutzen können. Ich hoffe, unsere neue Episode hat Ihnen gefallen und hat Sie auf Ideen gebracht, was Sie in der Zukunft machen können. Wie gesagt, wir haben die verschiedenen Referenzen Ihnen vorgestellt, die vielleicht einfach ein Nährboden sein können für Ideen, was Sie vielleicht auch mit SharePoint oder mit Teams an Lösungen eben realisieren können. Wie man vielleicht auch die Konferenzräume mit der EPOS Vision neu ausrüsten kann, um dementsprechend neue Funktionen in die Besprechungsräume zu bringen. Und mit den Funktionen und der Idee, wie wir es bei Telesom gemacht haben, Sie vielleicht auch auf die Idee gebracht haben, wie man Teams noch besser nutzen kann und wie man die neuen Funktionen, die wir Ihnen vorgestellt haben, auch in der Form einfach an den Anwender bringen kann.